Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Hotdog von Thorsten Künstler, dem neuen Film mit Matthias Schweighöfer und Til Schweiger. Meine Damen und Herren, Sie erleben mich in Feierlaune und es gibt auch einen Grund dazu, denn ich glaube, nun ist es soweit, die deutsche Blödelkomödie ist an ihrem Ende angelangt. Hotdog ist dafür ein guter Beweis. Ich habe mir den Film gestern in einem Multiplex-Kino angesehen, also am Filmstart am Donnerstag um 20 Uhr und war schon etwas verwundert, dass der Film nicht im großen Saal läuft, wo ich die ganzen anderen großen Werke von Matthias Schweighöfer und Til Schweiger erleben durfte, sondern nur im mittelgroßen Saal. Und als ich den dann betrat, da war ich tatsächlich sehr verwundert, denn dort saßen gerade einmal 20 Leutchen. Was ist da los? Nun ja, der Film wurde ja auch schon verschoben. Eigentlich für Dezember war er geplant. Jetzt ist er in die Kinos gekommen. Ich glaube, man hat ja durch den Trailer schon sehen können, wie furchtbar dieser Film sein wird. Dieser Trailer sagte ja schon, erwarten Sie nichts, bleiben Sie am besten daheim. Und darauf haben jetzt offenbar auch einige reagiert, darauf gehört und sind zu Hause geblieben. Und ich denke, es ist ein gutes Zeichen, denn wenn man diesen Film sieht, dann muss man sagen, er ist qualitativ noch einmal schlechter als alles, was man bislang von Til Schweiger und Matthias Schweighöfer sehen konnte. Und ich glaube, dass das ganze Thema jetzt durch ist. Und darauf sollten wir trinken, meine Damen und Herren, Prosit, sage ich. Und möchte festhalten, die Ära Matthias Schweighöfer und Til Schweiger ist nun endgültig vorbei. Uns kann es also im Kino bald wieder gut gehen. Vielleicht ein paar Worte dann doch zu der Story. Schweiger und Schweighöfer spielen GSG-10 Beamte, die aber im Dienst nicht gerade mit Leistung glänzen und deshalb nun zur Strafe Schloss Bellevue bewachen müssen. Dort wird die Tochter eines moldawischen Präsidenten entführt und nun machen sich Schweiger, Schweighöfer und eine GSG-10-Hackerin gemeinsam an den Fall. Im Alleingang wollen sie ihn lösen und sie erkennen dann bald, dass dahinter irgendeine große Verschwörung steckt. Der Film gibt sich überhaupt keine Mühe, diese hanebüchende Geschichte irgendwie komisch zu erzählen. Die Autoren Loma Linke und Tripper Clancy haben einfach diversen Drehbuchmüll zusammengekehrt und alles in eine Tonne geworfen. Til Schweiger spielt einmal mehr die verzwergte Version des Alpha-Männchens. Schweiger, den trifft natürlich niemals eine Kugel, aber jede Kugel von Schweiger, die trifft. Und Matthias Schweighöfer, der tut einmal mehr das, was er ja schon in den zahllosen Werbespots ständig tut. Er schneidet Fratzen, so. Mehr passiert da eigentlich nicht. Ist eine interessante Form des Schauspiels, wenn man so will. Apropos Werbung, wissen Sie eigentlich, warum der Film Hotdog heißt? Tja, das ist das Codewort zwischen Til Schweiger und Matthias Schweighöfer im Film. Aber wie kommen Sie auf die Idee? Nun, Sie sind bei McDrive und dort bietet Ihnen die nette Verkäuferin Hotdogs an. Tja, es wäre doch fast ehrlicher gewesen, wenn man den Film gleich Big Mac genannt hätte. Aber wir wollen nicht nur kritisieren, sondern auch loben und rühmen. Ein großes Kompliment geht an Schauspielerin Anne Schäfer. Sie spielt die Frau an Schweighöfers und Schweigers Seite. Und ich habe erst im letzten Drittel des Films bemerkt, dass es sich nicht um Nora Tschirne handelt. So täuschend echt spielt Schäfer ihre Rolle. Und ich überlegte dann gleich, ob es vielleicht auch sein könnte, dass Schweiger und Schweighöfer auch von anderen Schauspielern gespielt werden. Denn wir wissen ja, große Stars lassen sich gerne einmal dubeln. Aber der Abspann klärte dann auf, tatsächlich imitieren Schweiger und Schweighöfer sich selbst. Im Trailer hat man ja schon diesen wunderbaren Gag, wirklich unglaublich komisch, wo Til Schweiger sagt, Frauen erkennen Jungfrauen am Geruch und Matthias Schweighöfer sagt dann, ich bin Widder. Ja, das ist tatsächlich die beste Pointe im ganzen Film. Ja, da, an das Niveau reicht sonst kein Gag mehr ran. Und dann gibt es auch wunderbare Szenen, da lutscht eine Frau lasziv an einem dicken Strohhalm ihren Shake. Und das reicht natürlich nicht, dass man das so inszeniert, sondern dann muss auch Til Schweiger nochmal sagen, haha, ich hoffe, die lutscht auch mal meinen Strohhalm. Ja, das sind Witze.
Ansonsten enthält der Film alles Schlechte, was die deutschen Klamauk-Komödien der letzten Jahrzehnte jemals an Schlechtem hervorgebracht haben, nur eben noch ein bisschen schlechter. Ich habe selten einen Film gesehen, der so sehr sein Publikum verachtet. Denn natürlich sind Schweiger und Schweighöfer keine großen Filmemacher, keine großen Schauspieler. Aber so haben sie selten unter ihrem Niveau gearbeitet. Man hört bei Hotdog die Verantwortlichen förmlich als Audiokommentar reden, wenn man sich diesen Film anguckt. Also da heißt es dann, ach komm, noch einen Toilettenwitz rein, unsere Zuschauer sind schon so blöde. Das glaubt man eigentlich so im Hintergrund zu hören, wenn man den Film guckt. Oder na, sollte man noch an den Dialogen irgendwie feilen? Nee, ist doch egal, das merkt sowieso keiner, wir kriegen auch so unser Geld. Was Schweiger und Schweighöfer nie verstanden haben, ist, dass Klamauk, soll er wirklich gut sein, enorm ausgeklügelt sein muss. Das Timing muss stimmen, der Rhythmus muss stimmen, es muss eine enorme Dichte an guten Einfällen geben und das ist mitunter viel schwieriger, als ein Drama zu drehen. Wenn Til Schweiger sich aufregt, Filmkritiker hätten ja keine Ahnung von Unterhaltung und wollten eigentlich nur Kunst im Kino sehen und deswegen würden sie seine Filme verreißen, dann ist das Blödsinn. Schweiger und Schweighöfer verstehen in Wahrheit Unterhaltung nicht. Sie verstehen darunter lieblos runtergedrehten Blödsinn. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. In gewisser Weise hängen nicht die Kritiker, sondern Schweiger und Konsorten an den Paradigmen der Hochkultur fest. Sie glauben nämlich, dass alles, was nicht ernst ist, einfach ganz leicht geht, ganz einfach ist. Dabei ist ja das Leichte so schwer. Ich möchte einen Film noch empfehlen, sozusagen als Ausgleich, damit man sich Hotdog nicht ansehen muss, Iswas Dog von Peter Bogdanovich aus den 70er Jahren mit Barbara Streisand. Hier stimmt alles, der Rhythmus, jede Pointe sitzt, keine Einstellung ist zu lang, der Film ist herrlich albern, klamaukig und er funktioniert aber nur so gut und er ist nur so intelligent, weil er so perfekt gemacht ist. Diesmal sind aber, glaube ich, Schweiger und Schweighöfer zu weit gegangen. Und das haben wohl jetzt auch andere gemerkt, nämlich ihre Zuschauer. Angeblich fiel der Film bei Testscreenings auch schon durch. Er sollte ja vor Weihnachten offenbar in die Kinos kommen. Davon zeugt zumindest, dass dieser Film komplett weihnachtlich dekoriert ist. Hotdog wird vielleicht kein Megaflop werden, aber er wird dafür sorgen, dass selbst die treuesten Fans nun merken, dass sie hier eigentlich verarscht werden. Mit diesem Film haben sich Schweiger und Schweighöfer selbst den Todesstoß gegeben, ganz ohne die bösen Kritiker. Mit Hotdog geht eine Ära des Billighumors im deutschen Kino zu Ende. Die Kunden sind übersättigt, von den Produzenten wurden sie zu lange mit schlechter Ware gefüttert. Das wird nun auch der letzte Kinozuschauer erkennen. Und er wird nicht länger schauen, er wird sehen, meine Damen und Herren, darauf ein Prosit.